Danke, Herr Präsident, Hohes Haus. Offensichtlich sind die Parlamentsclubs der Regierungsfraktionen nicht wirklich überzeugt von der Umsetzungskraft und von den Ankündigungen seitens Kogler und damals auch noch Lunacek, die ja noch im Amt war, als der Antrag eingebracht wurde. Sonst bräuchten Sie keine Entschließung an die eigene Bundesregierung, in der Sie fordern, Planungssicherheit im Bereich der Blasmusik herzustellen, sowie Möglichkeiten zur Durchführung von Musikproben auch mit Blasinstrumenten zu schaffen. Skurril in diesem Zusammenhang ist, dass man sich hier auf den wohl sehr wichtigen Teil der Blasmusik, das gebe ich zu, aber doch auf diesen Teil beschränkt. Das wirkt aber wie ein Kniefall der Grünen vor der ÖVP, vielleicht speziell vor dem Klubobmann Wöginger. Keine Angst, wir werden dem Antrag schon zustimmen, er ist ja grundsätzlich gut. Nur als Regierungspartei würde mir schon ein bisschen blöd vorkommen, dass man so einen Antrag über so einen Teilbereich an die eigene Regierung richtet, wo er die Regierung es bis jetzt schon in der Hand gehabt hätte, das entsprechend umsetzen zu können. Wenn man schon einen Antrag macht, warum dann nicht einen allumfassenden, wenn es um Planungssicherheit geht, und warum nur hier einen sehr eingeschränkten Antrag, wie Sie das machen? Wir haben einen allumfassenden Antrag eingebracht. Man könnte auch vielleicht glauben, dass vielleicht das Vertrauen der Grünen in die Regierungsmitglieder bei der Blasmusik endet. Da kennen die Schwarzen keinen Spaß. Da kennt der Gust Wöginger keinen Spaß bei diesem Thema. Und unter diesem Gesichtspunkt haben wir zu dem gleichen Tagesordnungspunkt auch einen Antrag von uns eben eingebracht. Für unseren Antrag war damals die Ausgangssituation die Pressekonferenz von Kogler und Lunacek am 17. April. Diese Pressekonferenz hat mehr Antworten Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Uns war es wichtig, die Verunsicherung, die in der Kunst- und Kulturszene herrscht, zu beenden, eine Rechtssicherheit zu schaffen, eine Planbarkeit zu schaffen und ein realitätsnahes und umsetzbares Maßnahmenpaket zu schaffen. Und das umgehend. Auch die neue Staatssekretärin hat heute in ihrer Antrittsrede, und das habe ich sehr gut gefunden, genau das inhaltlich gefordert. Aber ich nenne hier nur das Beispiel der Kinos. Es ist ja grundsätzlich gut, dass die jetzt aufsperren dürfen, aber mit Planbarkeit hat das nichts zu tun gehabt. Was ist mit den Veranstaltern von Rock- und Popkonzerten? Die hingen noch überhaupt total in der Luft. Skurril war in diesem Zusammenhang auch die Aussage vom Vizekanzler Kogler, und ich zitiere ihn wieder einmal, weil es ist immer so amüsant. Er hat gesagt, dass man selber aufpassen muss, dass man nicht skurril wird als Regierung, um dann noch festzustellen, theoretisch ist viel möglich, praktisches ist eine andere Frage. Damit hat er einfach nur Ratlosigkeit bei den Verantwortlichen hinterlassen. Inzwischen haben sich die Ereignisse teilweise überholt. Es sind Lockerungen entsprechend zumindest angekündigt worden im Kunst- und Kulturbereich. Dies ist zwar ein Fortschritt, aber die Regelungen, die Beschränkungen, die bleiben, sind immer noch vollkommen überzogen. Der Ordnung halber fürs Publikum weise ich auch noch darauf hin, dass dieser Antrag, der von uns eingebracht wurde und der wahrscheinlich heute von den Regierungsfraktionen wieder abgelehnt werden wird, bereits im Bundesrat eine Mehrheit gebracht hat. Daher ist die Regierung an den Inhalt dieses Antrages schon einmal gebunden. Wir haben den Antrag sogar am 28. April schon hier im Plenum eingebracht. Auch da ist er leider abgelehnt worden. Das sollen die Kunst- und Kulturschaffenden ruhig wissen. Jetzt geben wir den Regierungsfraktionen eine neue Chance, wenngleich diese sich offensichtlich nur für den wichtigen, aber doch nur für diesen Teil der Blasmusik interessieren, jetzt wirklich hier nachzubessern, einen allumfänglichen Antrag für die gesamte Kunst- und Kulturszene ihre Zustimmung zu erteilen. Am Wort ist der